Hallo Leute, heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns für alle Anime-Freunde, vor allen Dingen Daniel Schlauch. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Ja, sag mal, du sprichst ja ganz viel, aber vor allen Dingen auch im Anime-Bereich ganz viel. Ja, das ist richtig. Im Anime-Bereich schon einiges, unter anderem eben, werden die meisten kennen, Ruffy aus One Piece. Und auch noch andere Figuren, Yoga zum Beispiel aus Ranma und Quacko aus Inuyasha, um einige jetzt mal zu nennen. Okay, aber du sprichst ja auch Realfilm, bestimmte Leute, wichtige Leute. Ja, also ich glaube, am bekanntesten dürfte Zac Efron sein. Den spreche ich eigentlich überwiegend oder eigentlich in der Feststimme. Und klar, andere gibt es auch noch, aber ist dann doch oft so, dass man wahrscheinlich, dass die meisten die Namen nicht so gut kennen. Aber Zac Efron, glaube ich, kann man immer wieder nennen. Den kennen die meisten. Okay. Machst du auch irgendwas im Hörspielbereich oder sowas in der Richtung oder eher weniger? Gelegentlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Sachen sind, die man so nennt, dass sie ultra bekannt sind. Okay, das war's schon wieder. Schaltet alle wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Ciao.